herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer weiteren Folge Das Wildbachtal von und mit dem verrückten Franken. Und ihr seht hier jetzt Heuballen rumliegen und denkt, Moment mal. Ich habe gar nicht gesehen, wie du die Heuballen gemacht hast. Ja, da habt ihr vollkommen recht. Die letzte Aufnahme, die ist short. Ich habe gesehen, ich habe ein bisschen mit OBS rumgespielt und möchte halt hier möglichst viel an Bild für euch hier rausholen, damit das natürlich schön wird. Und ich habe die Einstellungen so verkackt, dass es eigentlich nur eher so ein Daumenkino war. So schlimmer. Also mit viel größeren Bildaussetzern. Deswegen jetzt hier Next Try. ich habe schon ein bisschen getestet, jetzt sieht es gut aus. Aber wie gesagt, das Schwadern und Pressen, das ging leider verloren. Dumm gelaufen. So, aber nichtsdestotrotz, die Ballen müssen wir jetzt schnell nach Hause holen. Wo habe ich den? Ach so, und ich habe hier ein bisschen Musik für euch eingeführt, damit hier, wenn ich mal die Fresse halte, es nicht ganz so leise ist. Hier steht auch schon der MB-Tag. Was ich mal kurz noch nachgucken wollte, ist die Wiesen sind noch im Wachstum. Genau, und da müssen wir jetzt dann düngen. So, dann machen wir erstmal den Hochdruckreiniger. ...18 Uhr, warte mal, ich muss die Zeit mal ein bisschen hochdrehen. So, die Frage ist, ob wir uns die Mühe machen wollen und den Lastwagen da runterfahren für die 7 Ballen. Oder ob wir einfach zweimal schnell fahren und das Zeug so heimbringen. Weil wir sind ja... Ich bin ja hier halb professioneller Ballenstapler. Und das müssten wir doch hinbekommen. Ja. Schönes Gewicht an den Bändern gemacht. Und dann... Müsste das doch was werden, oder? Hallo? Wieso? Wo bin ich denn jetzt angedockt, Zifix? Hä? Wo hänge ich denn? Ach, das wollte ich nicht. Echt jetzt? Okay. So, dann müssen wir eigentlich die Tiere noch füttern? Ich glaube nicht mehr, oder? Es ist gerade gar nicht. Ich stelle den einfach mal hier rein. Wenn wir dann schon sehen. So, wo ist denn unser Fell? Ah, warte mal, der steht ja nicht noch. Ja. Ich erinnere mich. Ja, dann. Aber wir müssen erst die Ballen holen. Es hilft nichts. Komme ich später wieder her. Zum Abladen. Wenn... Ich denke mal, morgen wird das Gras trocken sein. Dann können wir das früh schneiden. Und während es trocknet, können wir ja dann hier die Ballen, die Paletten abladen. So.
Ecke mal rum. Ah. Gibt's eigentlich keine Abkürzung? Stimmt, ich fahre sie nur nicht, wahrscheinlich. Gewicht habe ich ja keins hinten drauf, wenn ich das richtig sehe. Oder im Kopf habe. Ja, Heckgewicht bauen wir schon, sonst geht er in die Knie, der Fendt. Für die 7 Ballen. Da kannst du ja eh locker transportieren, ne? Und den vierten, da müssen wir halt vorsichtig fahren, aber das kriegen wir auch hin. Oder ich nehme sie. Längs. Also, nee, der quer. Also auf die kurze Seite aufspießen. Wenn ich zwei nebeneinander lege, das geht ja auch. Aber ich weiß nicht, ob er dann kippt, weil der Schwerpunkt halt dann viel weiter nach vorne geschoben wird, ne? Ich habe meinen Frontlader gar nicht hochgemacht. So bin ich über die Straßen gefahren. Heieieiei. Zum Glück hat das keiner gesehen. Ja, du kannst zum Blinken aufhören, wir sind doch schon wieder fast da. So. Okay. Weil irgendwie war doch Regen angesetzt die nächsten Tage, oder? Habe ich das wieder falsch im Kopf? Wir dürfen auf jeden Fall nicht mähen, wenn es hier regnet, sonst ja, war es das mit unserer Ernte. Bei Gas, glaube ich. Ne, doch, Gas geht weg beim Regen, ne? Oder? War das? Die haben das doch geändert, aber. Ah. Deswegen lenkt er nicht richtig, weil er aufschleift. Naja. Hab nur den Schmutz abgekatzt. Was ihr wieder denkt hier. So. So, jetzt, was? Warum? Hä? War das das Karma? Ich hatte gerade einen Gedanken, denn, ihr wisst ja, mit dem Gacki spielt, da habe ich ja ab und zu Aufnahmen, wir haben schon einige Projekte gemacht und, der hatte heute zum Tag, nee, gestern zu Tag der Aufnahme, hatte der ein Video rausgebracht, wo er den Ballen stapelt. Und der Gacki ist ja ein Ballenstapel-Spezialist, also Anti-Spezialist oder sowas. Und ja, ich habe mir das Video natürlich angeguckt, habe natürlich kommentiert, konnte es mir nicht anders da verkneifen und habe halt einen blöden Spruch losgelassen. Ist ja egal, er weiß ja, wie es gemeint ist und so. Und so. Auf jeden Fall habe ich gerade gedacht, ja, hier, wenn wir jetzt mal Ballen stapeln, dann können wir gleich mal an Goose, an Gacki senden, damit das mal, können wir mal zeigen, wie das geht. Und dann, hätte ich doch einfach nur meine Fresse gehalten. Ja,
Erst bleibe ich an einem Siemens Lufthaken hängen. Ist eigentlich schon der zweite, den wo ich die Woche hier erwischt habe. Und dann mache ich auch noch so einen Blödsinn. Heieiei. So, okay. Aber jetzt diesmal vernünftig, bitte. So. Da haben wir dann Nummer 3. Und hier ist der vierte. Kriegen wir das so nicht auf. Noch ein Stück vor. Noch ein bisschen. So. Na, kann echt noch ein Stück. So, jetzt aber hier. Und jetzt langsam mit der Gabel ausfahren. Na. Das gibt's doch gar nicht. Was ist denn heute los, sag mal? Wow. Aber pass auf, das probieren wir anders da. Ich transportiere mal schnell die Ballen heim. Ja, ja, Ballenprofi und so. Super, danke, Spiel. Ja. Karma is a bitch, ne? Mehr will ich dazu gar nicht sagen, ne? So. Ich meine, das ist aber auch eine echt dumme Stelle, um Ballen versuchen aufzustapeln, weil das hier schon ganz schön den Hang runtergeht und ich auch noch hangseitig versucht habe, die Ballen abzustellen. Hätte ich eigentlich selber wissen müssen, dass das nicht klappt, aber gut. So. Na? Okay. Stehen tun sie schon mal. Ist das eine schöne Höhe? Ja, ich würde sagen, das ist okay. Habe ich das Gewicht mitgenommen? Ach, Gaudela.
Aber drei Ballen gehen, oder? Drei konnte ich eigentlich nehmen. Dann fahren wir erst schnell die drei heim. Holen das Gewicht. Und dann den Viererstapel. So, jetzt. Warte mal. Ist ein bisschen schräg. Ein bisschen nochmal versetzen. So. Ist schon wieder so hangseitig hier. Beste Voraussetzungen, den ganzen Schmansch wieder umzuschmeißen. So. Okay. Nee. Vergiss es. Er macht Männchen. Kommen wir trotzdem so hoch? Alter, das kannst du vergessen. Nee, ich brauche das Gewicht, sonst... Na komm. Nein, 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 nein. Tu's nicht. Ich will doch da nur dran vorbei, zieh fix. Schnell haben das Gewicht holen. Dum-bidum-bidum-bidum. Da kam gestern auch keiner. Psch. Alte fränkische Weisheit. Kam gestern auch keiner, kommt heute auch keiner. Kann ich einfach drüber fahren. So. Okay. Wollen wir es gleich mit dem Vierer-Stapel probieren? Ja, komm, wir testen es mal. Damit ich weiß, ob es überhaupt geht. Oder ob er trotzdem Männchen macht. Was für eine Höhe haben wir? Ah, zeigt man nicht an. Warte. So. Höhe 61 minus 1 Grad, das ist okay.
Oh, 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 nein, 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 tu's nicht! Aber der ist extrem leicht auf der Hinterachse. Wo ist der andere Ballen? Wieso wackeln die Ballen da vorne so? Macht keinen Blödsinn. Im Stehen. Schmeißt es sich einfach runter, der Ballen. Ja. Dann, hab mich halt gern und so, weißt du? Jetzt wollte ich dem Gacki mal zeigen hier, wie man gescheiterweise Ballenheim transportiert und dann geht's hier so in die Hose. Ja, komm, fall du. Ja. Ist klar, weil die Grashüpfer da so gegen den Ballen gesprungen sind, oder was war jetzt da die Intention dahinter? Sehe halt nichts. Wo ist der zweite Ballen? Ah ja. Hängt. So. Dann haben wir sie ja gleich, die ersten Ballen. Dann, müssen wir jetzt erst schnell die verlorenen Ballen aufsammeln, dass wir, wenn wir mit dem Dire-Paket vorbeikommen, dass wir da nicht drüber stolpern. Das wäre ungesund. So, wo sind die Deserteure? Hier sind sie. Stück. So.
So, geht's jetzt hier rein? Da ist das Vogelhäuschen im Bäumchen. Gut. Okay. Hier schön rum. So, hier berghoch müssen wir wieder Obacht geben, weil das huppelt. Schip. Jawohl. Hammer abgeliefert. So. Okay, aber das Dyer-Paket bringen wir jetzt ordentlich heim, oder? Machen wir hier jetzt auch noch ein bisschen Füllefanz. An die Ärgern vom Feinsten. So. Na, schön aufgeschlichtet ist das Pärchen jetzt da nicht, aber... Selavi. Das soll auch kein Schönheitswettbewerb werden, sondern... bisschen hier am Arbeiten, ne? Ne, vorwärts fahr mal. Schnelles Beschleunigen mit Ballen auf der Gabel, immer eine sehr gute Idee. So, ein bisschen ausholen hier. Ein bisschen weiter nach hinten kippen. Das Gefälle nach vorne. Oh. So. Bursche her, das geht doch. Bisschen mehr Gas geben, ja, weiß nicht. Wenn das jetzt hier wieder ein bisschen nach hinten kippen die Ballen, Steigung ist ja durch. Da fängt es wieder an, das zum Umbacken der Ballen. Das. Na los hier. Vor allem der mittlere, weißt du, der... Naja. Das. Hat der Schlepper schon wieder Männchen gemacht? Ich glaube, ich brauche ein größeres Gewicht. Ah, so. Gut, Ballen haben wir hin. Folge haben wir nun auch vollgebracht mit blöde Leinen. Haben wir es geschafft, die Folge zu füllen. Sehr gut. Aber jetzt lass mich mal eben... ja. Wow, da wollte ich hin. Nee, da wollte ich hin. Boah, reicht morgen früh, würde ich sagen. Ja, dann füttern wir morgen früh die Viecher, machen wir jetzt Feierabend. Ich bringe noch schnell die ganzen Schlepper weg und tu die mal sauber machen. Und dann sehen wir uns dann nach dem Frühstück wieder. Ne? Vielen Dank fürs Einschalten, lasst ein Däumchen da, wenn es euch gefallen hat. Und hier bitte mal Info an Giants, also das mit dem rumbackenden Ballen. Ne? Also gerade bei mir, nee, das geht einfach nicht, nee.
Das liegt nicht an mir, ne? Das habt ihr gesehen, oder? Das waren die Ballen, oder? Also, tschüss.